schüre sie zu Flammen, Feuer zu ihm, führe sie zusammen. Und Mose starb, Gott hat ihn nicht erhört. Ja, Gott, gütig, dass der Mensch sich nicht empört. Wovon Mühe, schüre sie zu Flammen. Woher zu ihm, führe sie zusammen. Und Mose starb, Gott hat ihn nicht erhört. Das nächste Lied, der Gefangene sich fühlen, heißt Lügen. Ganz wichtig, ich finde aber leider ist es vielen nicht möglich, nicht so zu handeln, denn viele machen es aus Angst, dass sie sich eben fügen. Und ja, welch mühsam hat sich nicht gefügt und hat es mit dem Leben bezahlt. Und das war eben sehr oft im Künstler. Aufrechter Mann. Nicht gelernt, mich Fremdzwang zu fühlen. Es haben sie mich einkassiert, von Heim, Wein und Pferd entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss doch, will ich nicht, nach jeder Herren vergnügen. Ich tue nicht, was ein Vogel vorspricht. Liebe Gäste und liebe Preisträger, es ist mir eine große Freude und zugleich eine nicht zu unterschätzende Ehre, Sie im Namen des gesamten Vorstandes und auch der gesamten Mühsam-Gesellschaft hier und heute begrüßen zu dürfen und mich bei Ihnen allen zu bedanken, dass Sie in so großer Zahl den Weg, jetzt hätte ich mal gesagt, trotz des Sonnenscheins, Gott sei Dank gibt es ihn wieder, den Weg hierher ins Rundenburghaus gefunden zu haben, um an der Feier zur Verleihung des Erich Mühsam-Preises 2013 teilzuhaben. Ich möchte nun als erstes ganz herzlich bei den Preisträgern. Die Bischöfe des Sprengels Hamburg und Lübeck, Frau Kirsten-Fers, wünscht alles Gute zu dieser Veranstaltung, ebenso der Abgeordnete und Mitglied des Fraktionsvorstandes der SPD, Wolfgang Farsch, die Kultursenatorin Frau Annette Burns bedauert ebenfalls nicht kommen zu können. Sehr gute Wünsche. Gleiches gilt für Senator Möller. Ich gucke, weil Sie nicht so gut für den Zuständigen fragen. Über lange Jahre war Erich Mühsam einer der Verbrannten, der verkannten Literaten in Deutschland, dem man allzu schnell das Vorurteil des zu vergessenen anarchistischen Revoluzers vergessen zu machen wollte und in dieses Annahme, meine sehr verehrten Damen und Herren, dabei der Erinnerungsverlust beinahe schon, ich zitiere, pathologisch entzündet.